Vor langer Zeit auf einem Mauspad gar nicht fern von hier? Moment mal, heute geht es tatsächlich um die aktuellste Version der legendären MX-518. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Hardware-Special. Die erste MX-500 kam ja, glaube ich, 2002 schon auf den Markt. Die ursprüngliche MX-518 folgte dann 2005 und war eine der beliebtesten Gaming-Mäuse überhaupt. Seit einiger Zeit bietet Logitech jetzt eine Refresh-Version mit neuester Technik an. Die heißt auch einfach MX-518 und sieht auch ganz ähnlich aus wie das alte Modell, hat aber einen topmodernen Sensor an Bord. Danke an die Jungs und Mädels von Logitech an der Stelle, die mir die Maus für diesen Test zur Verfügung gestellt haben. In diesen Punkten möchte ich mit euch immer zu 100% transparent sein, damit ihr euch auch ein vollständiges Bild machen könnt. Aus Gründen der Rechtssicherheit ist dieses Video als Werbung gekennzeichnet. Ihr bekommt natürlich trotzdem, wie bei all meinen Videos, meine persönliche und ungeschönte Meinung. Die MX-518 ist ein Einsteigermodell unter Logitechs Gaming-Mäusen. Ihr bekommt die Maus ab etwa 33 Euro. In der Videobeschreibung habe ich euch wie immer auch ein paar nützliche Links rund um das Produkt verlinkt. Bevor wir jetzt zum Test kommen und in die Details gehen, noch so ein paar Informationen zu meinem Testhintergrund. Ich habe also für viele Jahre die MX-310 genutzt. Vielleicht gibt es ja so ein paar unter euch, die Maus auch kennen. Ich hatte die wirklich lange, die sieht auch entsprechend aus. Im Anschluss hatte ich dann mehrere weitere Mäuse, alle so im unteren bis mittleren Preissegment, also unter 70 Euro ungefähr. Und hatte die aber immer nur über kürzere Zeiträume, war nie so richtig zufrieden. Die meisten Mäuse sind dann eher so an Qualitätsmerkmalen gescheitert. Das heißt, die Tasten haben nicht mehr gescheit funktioniert, das Mausrad hat nicht mehr richtig funktioniert und ähnliches. Also ergonomisch waren die dann doch schon so ein bisschen überlegen gegenüber der MX-310. Grundsätzlich kann ich aber sagen, komme ich mit schlichteren Modellen sehr gut klar und kenne auch die Form schon so ein bisschen von der MX-310. Die hat eine sehr ähnliche Form, ist aber deutlich kleiner, liegt also bei weitem nicht so gut in der Hand. Stichwort schlichteres Modell. Der erste Punkt, der vielen vielleicht direkt negativ ins Auge sticht, ist, dass die Maus keinerlei RGB-Beleuchtung oder sowas in der Art besitzt. Also es ist einfach eine relativ schlicht gehaltene Maus, hat ein wunderschönes Logo, gefällt mir super gut. Ich persönlich mag das Design, die Maus ist aber sicherlich kein Hingucker wie jetzt eine leuchtende RGB-Maus. Ich habe sowieso meistens die Hand auf der Maus, von dem her ist mir das eigentlich relativ egal, wie die aussieht. Hauptsache sie liegt gut in der Hand und funktioniert meinen Wünschen entsprechend. Und das tut sie auf jeden Fall. Ich habe die Maus jetzt 2 Wochen getestet und bin super zufrieden. Der neue Hero 16K Sensor ist super präzise und die Maus hat 5 Zusatztasten, die sich frei belegen lassen. Die Maus ist nach dem Anschluss an den PC direkt mit allen Tasten nutzbar. Es gibt aber auch Software von Logitech mit diversen Zusatzfunktionen, die wir uns auch gleich noch kurz angucken werden. Von der Größe her würde ich die Maus so im Mittelfeld einordnen, vielleicht so tendenziell eher ein bisschen größer bei den Gaming-Mäusen. Gewicht ist mit 100 Gramm sehr leicht, Kabel ist auf jeden Fall lang genug. Das Kabel ist gummiert, was jetzt erstmal so ein bisschen unüblich ist. Ich hatte jetzt viele Mäuse, die stoffummantelte Kabel hatten, bin aber mit diesem sehr leichten und gummierten Kabel super zufrieden. Es fühlt sich fast so an, als wäre es eine kabellose Maus, also das Kabel verheddert sich nirgendwo und ist sehr leicht mitzubewegen. Der Sensor bietet bis zu 16.000 dpi. Die Maus nimmt keinerlei Glättung oder irgendeine Art der Modifikation eurer Bewegungen vor. Das heißt, das Ganze wird ungefiltert an den PC übertragen. Der Sensor arbeitet optisch und mit 400 IPS ist die Maus auch bei hohen Bewegungsgeschwindigkeiten sehr genau und arbeitet mit einer Signalrate von 1000 Hertz. Das können wir auch einstellen, also wenn euch das zu hoch ist, könnt ihr das in der Software auch runterdrehen. Die Strapazierfähigkeit ist für mich ein wichtiger Punkt, vor allem nachdem ich jetzt eher schlechtere Erfahrungen gemacht habe. Das geht jetzt aber hier nur um die Füße, das heißt, die könnte man sicherlich auch problemlos ersetzen. Die zerkratzen natürlich mit der Zeit so ein bisschen. Die Reichweite klingt erstmal ganz gut, aber man glaubt gar nicht, was man mit der Maus für Entfernungen zurücklegen kann. Weitere Eigenschaften sind hier 5 Profile, die integriert in den Mausspeicher sind, also die sind praktisch direkt auf der Maus gespeichert. Leichtes, flexibles Kabel, habe ich schon angesprochen, gefällt mir sehr gut.
Am Anfang war ich da so ein bisschen skeptisch, weil es auch sehr gut darin ist, Dreck anzuziehen. Und natürlich die Gummierung, die bleibt auch immer gerne mal irgendwo hängen. Aber tatsächlich ist es wirklich ein sehr schönes Kabel, eine sehr schöne Lösung. Wenn man das entsprechend hinlegt, dass es sich eben nicht bei jeder Bewegung verheddert, dann fühlt es sich wirklich fast an wie eine kabellose Maus. Die Logitech G-Hub Software ist wie gesagt optional, die gucken wir uns jetzt aber auf jeden Fall auch noch an. Die G-Hub Software funktioniert für alle Gaming-Eingabegeräte von Logitech, so wie ich das sehe. So sieht das Ganze aus. Ihr seht, ich habe die Maus angeschlossen, die kann ich jetzt anklicken und hier in die Optionen reingucken. Und da seht ihr schon hier die einzelnen Tasten. Also wir haben auf der rechten Seite die beiden Daumentasten. Wir haben einmal den DPI Plus und DPI Minus Schalter. Damit könnt ihr die Auflösung der Maus, also die DPIs, hoch und runter drehen. Normalerweise, wir sehen gleich die Standard-Settings, das können wir uns dann nochmal angucken. Und ihr habt hier noch so einen extra Schalter, der direkt zu eurer Lieblingseinstellung, dem Lieblings-DPI-Setting geht, wenn ihr den drückt. Und dann gibt es noch natürlich Rechts- und Linksklick und ein Mausrad mit Klickfunktion, wie man das halt so kennt. Hier könnt ihr Befehle zuweisen, das heißt typische Windows-Befehle könnt ihr dann auf einzelne Tasten legen. Das heißt, ihr braucht dann nicht mehr die entsprechenden Tastenkombinationen einzugeben, sondern ihr könnt es direkt über eine Taste an der Maus machen. Dann könnt ihr einzelne Tasten auf einzelne Maustasten legen. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel irgendwie Alt auf eine Maustaste legen, wenn ihr das wollt. Ist für Spiele natürlich teilweise ganz interessant. Und dann könnt ihr auch noch hier Discord und OBS und so weiter nutzen in Verbindung mit der G-Hub-Software. Habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ihr könnt auch Makros einstellen. Also das ist ja auch mit in der Software dabei. Und bei System habt ihr nochmal die Möglichkeit, bestimmten Tasten extra Funktionen zuzuweisen. Das funktioniert überall gleich, indem ihr einfach irgendwas auswählt, zum Beispiel bei Medien hier Wiedergabe und Pause und dann zieht ihr das einfach auf irgendeine Taste, zum Beispiel auf so eine Daumentaste oder was vielleicht mehr Sinn macht, auf den DPI-Shift, wenn ihr den nicht braucht und dann könnt ihr das entsprechend nutzen. Das sind also die Optionen, die ihr habt. Es gibt natürlich unterschiedliche Profile. Wir haben jetzt das Standardprofil, ich habe keine weiteren Profile festgelegt. Ihr könnt extra Profile für Spiele festlegen, zum Beispiel für ARK könnt ihr euch ein eigenes Mausprofil zulegen und wenn ihr dann ARK startet, dann funktioniert die Maus ebenso, wie ihr die für ARK konfiguriert habt, was natürlich super praktisch ist. Hier habt ihr auch die Profile auf der Maus, die habe ich aktuell deaktiviert, weil ich die Profile bis jetzt, wie gesagt, noch nicht genutzt habe. Mir reicht eigentlich bei der Maus normalerweise ein Profil, aber ihr habt hier diese 5 Slots direkt auf der Maus. Und könnt es hier eben auch aktivieren, wenn ihr das braucht und die Profile dann entsprechend konfigurieren. Dann haben wir hier noch die DPI-Settings, also die eigentlichen Mauseinstellungen. Die sind natürlich auch ganz interessant für uns. Und hier sehen wir dann auch, wir können bis zu 16.000 DPI nutzen. Die Standardeinstellungen sind 400, 1600 und 3200. Die erreicht ihr also, indem ihr einfach die DPI-Schalter hoch und runter stellt. Dann stellt sich die Maus entsprechend um. Wenn ihr die Software hier habt, also wenn ihr diesen G-Hub habt, dann wird euch das auch angezeigt, wenn ihr die DPI ändert. Das heißt, wenn ich jetzt Plus drücke, dann sind wir hier bei 1600. Wenn ich nochmal Plus drücke, sind wir bei 3200 DPI. Und wenn ich jetzt meine DPI-Lieblingseinstellung wähle, dann sind wir bei 500 DPI. Das seht ihr hier. Da habe ich die 500 gesetzt. Das ist also die Einstellung, mit der ich normalerweise unterwegs bin. Und wenn ich hier auf der Maus die DPI-Sweet-Spot-Taste drücke, dann lande ich eben bei diesem Setting. Das kann ich, wie ich möchte, hier direkt verstellen. Also ich kann es hier rüberziehen, dann sind es 8000. Das macht die Maus dann auch gleich und dann habe ich jetzt Probleme, das wieder umzustellen, weil 8000 ziemlich viel ist. Dann gehen wir zurück hier auf 500, passt. Und dann sind wir wieder bei dem Setting, was ich möchte. Also das wird alles in Echtzeit direkt umgestellt. Außerdem ganz interessant, wie gesagt, ist hier die Geschichte mit den Hertz, also mit der Polling Rate der Maus praktisch. Die neuen Sensoren sind mit 1000 Hertz schon wirklich schnell und das Ganze ist natürlich auch ziemlich aufwendig für den Prozessor. Das heißt, ihr seht das auch, wenn ich die Maus schnell bewege. Wir können uns das mal angucken im Task Manager. Die einzelnen Programme, die laufen im Hintergrund, die sind einzelnen Kernen zugewiesen und zum Beispiel der Desktop ist jetzt, glaube ich, auf Kern CPU Kern 2 normalerweise unterwegs. Wenn ich jetzt mit dem Mauszeiger auf den Desktop gehe und ganz schnell hin und her wische, dann sieht man, die Auslastung auf diesem Kern geht dann so nahe 100%, je nachdem, wie schnell ich da unterwegs bin. Wenn ich jetzt zum Beispiel die DPI noch hochstelle und dann da ganz schnell rumwisch, dann steigt die auch mal sehr stark an.
Also ihr seht auf jeden Fall, der Kern ist wirklich stark ausgelastet, einfach nur dadurch, dass ich die Maus bewege. Wenn ihr jetzt einen Prozessor habt mit wenigen Kernen, der da auch ziemlich stark ausgelastet ist, dann macht es vielleicht Sinn, die DPI da so ein bisschen runterzustellen. Wobei man die Signalrate dann schon drastisch runterdrehen muss, also Richtung 250 oder 125, um das wirklich zu merken. Also wenn ich jetzt auf 125 stelle und hier nochmal rumgehe auf dem Desktop, dann merkt man schon, die Maus lastet zwar den Prozessor immer noch leicht aus, aber bei weitem nicht mehr so stark. Das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema, das ist natürlich bei jeder Maus so, das sind einfach diese modernen, sehr schnellen Sensoren. Aber genau aus dem Grund kauft man sich ja eigentlich eine Gaming-Maus. Man möchte ja, dass die eigenen Befehle schnellstmöglich an den PC übertragen werden. Wenn ihr zudem auch eine Logitech-Tastatur besitzt, könnt ihr außerdem G-Shift nutzen. Das ist einfach eine extra Taste auf der Tastatur. Wenn ihr die gedrückt haltet, dann ändert ihr das Mausmapping komplett. Das heißt, ihr ruft praktisch ein anderes Profil auf und die Maus funktioniert dann komplett anders, so wie ihr die konfiguriert habt. Also sehr viele Möglichkeiten für die Konfiguration eurer Maus. Der interessanteste Teil jedes Tests sind ja eigentlich immer die negativen Aspekte. Wir haben es schon erwähnt, die Maus sieht eher so ein bisschen schlichter aus. Natürlich fehlt da die RGB-Beleuchtung und so weiter und so fort. Ist für mich persönlich jetzt kein negativer Punkt. Ich denke aber möglicherweise für den einen oder anderen von euch. Für mich persönlich gibt es eigentlich nur einen negativen Punkt und das war das Mausrad. Das hat zum Anfang, ich denke so die ersten ein, zwei Tage ungefähr, hat das irgendwie so ein bisschen geschliffen, also schleifende Geräusche gemacht. Da war irgendwas innen an der Innenseite der Maus, was am Mausrad geschliffen hat. Das war aber wie gesagt ziemlich schnell weg. Das waren nur die ersten ein bis zwei Tage. Ich weiß gar nicht, wann es dann plötzlich weg war. Und jetzt funktioniert das Mausrad einwandfrei, macht keine komischen Geräusche. Funktioniert hat es von Anfang an, das ist sowieso kein Problem gewesen. Ich hatte nur dieses schleifende Geräusch, wenn ich das Mausrad genutzt habe. Ansonsten keine negativen Punkte, ich bin super zufrieden. Ich wüsste gar nicht großartig, was ich da irgendwie verbessern könnte an der Maus. Die Taste für den DPI-Switch sitzt vielleicht noch ein bisschen weit oben. Die wäre für mich jetzt günstiger, so an der Spitze der Maus, da würde ich leichter hinkommen. Aber das ist dann vielleicht auch eher so ein Punkt für mich persönlich. Nicht jeder hat so große Hände wie ich und würde da dann vielleicht auch nicht so gut hinkommen. Von dem her ist der eben ziemlich weit oben auf der Maus. Das heißt, ich muss eigentlich mit der Hand von der Maus runter, um den Knopf zu erreichen. Ist jetzt aber auch eine Funktion, die ich relativ selten nutze. Ja, so viel erstmal zur MX518. Meiner Meinung nach spielt die Maus in einer ganz anderen Liga, als der Preis suggeriert. Die MX518 ist kein Blender, sondern ein Performer und ich hoffe, dass sie mir genauso lange erhalten bleibt wie die MX310. Ich hoffe, das kurze Testvideo war für euch hilfreich. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet, schreibt die gerne in die Kommentare. Die werde ich dann schnellstmöglich beantworten. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!